Wie bewerten Sie die Löschung der YouTube-Kanäle RTL.de und der fehlende Part? Ich finde es schwierig, dass man derzeit zunehmend die russische Seite, ob nun gesellschaftliche Seite oder politische Seite, unter Druck setzt. Ich kenne das, habe das ja gesehen mit RT und den Kontenkündigungen. Jetzt sehe ich, dass YouTube seine Unternehmensrechte nutzt, um die Konten zu löschen. Das ist natürlich mit der Pressefreiheit im eigentlichen Sinne nicht zu vereinbaren. Und das ist, YouTube ist kein Staatsunternehmen, richtig? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass YouTube ohne einen kleinen Hinweis von außen das tun würde. Also wir haben es nicht mit einer offiziell staatlichen Zensur zu tun, sondern wir haben es mit einer Konzernzensur zu tun. Und der Staat zieht sich zurück und sagt, damit haben wir nichts zu tun. Wir haben keinen Einfluss darauf. Das sind die Richtlinien, die allgemeinen Richtlinien von YouTube und von den Providern. Da haben wir saubere Hände. Also das heißt, hier wird über eine Privatisierung der Pressefreiheit letztendlich diskutiert. Und das ist hochproblematisch, wenn Pressefreiheit letztendlich nur über Konzerne gelebt oder auch aufgehoben werden kann. Das zeigt sich auch bei Trump. Ich bin kein Freund von Trump, ganz im Gegenteil. Aber selbst der angeblich mächtigste Mann der Welt geschnitten wurde von Twitter und so weiter. Das zeigt schon, wie sehr Konzernmedien ihre Macht nutzen, ohne dass der Staat ihnen Einhalt gebietet, um zu sagen, wer was sagen darf oder was nicht. Also da wird Pressefreiheit und Meinungsfreiheit massiv eingeschnitten. Wir nähern uns also gewissermaßen einem zunehmend autoritären Liberalismus an. Vor der Bundestagswahl wurden in der deutschsprachigen Presse zahlreiche Beiträge über eine angebliche Bedrohung durch RTL.de veröffentlicht. Sehen Sie da einen Zusammenhang zu der jetzigen Löschung der Kanäle? RT Deutschland hatte jetzt keinen besonders guten Ruf in Deutschland, nicht was die Menschen, was die Zuhörer, Zuschauer anbetrifft, sondern vielmehr was ihre Kollegen anbetrifft, sowohl die Kollegen im Öffentlich-Rechtlichen als auch die Kollegen in den Privatmedien sind hier nicht besonders begeistert von RT Deutsch, weil damit das Meinungsmonopol und das Deutungsmonopol in der deutschen Medienlandschaft durchbrochen wurde. Nicht aufgehoben, aber durchbrochen wurde. Und das finden hiesige Journalisten, die sich in der Hofberichterstattung üben, anstatt der kritischen Berichterstattung, natürlich ziemlich schlecht, wenn da Konkurrenz entsteht, die auch noch kritisch berichten und damit ihnen Spiegel vorgehalten wird, was sie eigentlich tun müssten. Und ich wünschte mir in Deutschland, dass sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privaten Medien wirklich ihrem Auftrag einer kritischen Berichterstattung wieder zurückkehren würden. Stattdessen wird aber RT gewissermaßen gebächt, dass sie das tun, wobei RT natürlich auch seine eine Seite hat oder seine Einseitigkeit hat. Ganz klar, das ist nur bei Medien so. Aber hier wird dann sozusagen das Spiegelbild geprügelt, anstatt sich selbst zu hinterfragen, ob man noch medialen Standards, journalistischen Standards entspricht. Und es kann natürlich sein, dass das eine weitere Auswirkung hat auf die Entscheidung von YouTube. Aber allgemein sehe ich eben, dass Konzerne zunehmend entscheiden, wer was sagen darf und wer nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Wie stehen Sie zu eventuellen Gegenmaßnahmen der russischen Seite gegenüber YouTube? Das Problem ist natürlich, YouTube wird von vielen Menschen gesehen, weltweit genutzt. Und man kann das sperren. Das ist sicherlich eine harte Maßnahme der russischen Seite. Die Frage ist aber, welche innenpolitische Implikationen das mit sich zieht. Dergestalt, werden die Menschen in Russland dagegen aufbegehren, dass ihr YouTube-Kanal gesperrt wurde. Das heißt, es ist eine zweischneidige Klinge für die russische Regierung, wenn sie das schneidet, also wenn sie das sperren würde. Ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn sie das täten. Es gibt sicherlich andere Instrumente. Von der russischen Seite wird der Vorwurf erhoben, die Bundesregierung habe Druck auf das Unternehmen YouTube ausgeübt. Halten Sie das für möglich? Ich glaube, dafür bedarf es